So, da drüben haben wir noch mal ein paar Herbs. Ich muss da jetzt rüber. Oh, hier haben wir noch mal ein Orb. Ew. Gibt bestimmt auch noch irgendwo andere Orbs, aber sonst sind wir hier echt 100.000 Jahre beschäftigt. Wenn wir hier wirklich jetzt nach allen Orbs suchen, die hier irgendwo in einem Level versteckt sind. Ich denke mal, hinter diesem Ding da vorne ist auch nochmal ein Orb versteckt. Guck mal, da vorne ist noch ein Orb. Also, diese Clouds-Gedönsel da ist echt cool. Aber ist auch super empfindlich. Ah, okay, einfach. Ah, warte auf mich. Und selber rennst du schon immer irgendwie 3 Kilometer voraus. Ja. Also da müssen wir echt auf jeden Fall nochmal ein Hühnchen rupfen. Wir zwei. Da müssen wir nochmal ein paar Takte miteinander reden. Also das geht ja so nicht. Wie hier miteinander umgegangen wird. Bin ja nicht ein Sklave oder so. Glaub er schon, aber eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht dein Sklave. Aber warte mal, wir schauen mal hier nochmal rein, was wir gerade nochmal ein bisschen upgraden können. Gehen wir natürlich erstmal in die Gesundheit rein. Oh, da oben können wir nochmal erhöht Monkeys Gesamtgesundheit für 65.000. Oder regeneriert sich mit der Zeit komplett. Verbessert sich jetzt mit der Zeit langsam. Regeneriert. Ja. Gesamtgesundheit ist natürlich cool. Aber ich glaube, einfach, wenn sich der Gesundheitszustand wieder komplett regeneriert, ich glaube, das wäre echt besser. Holen wir uns das mal. Nice. So, Prinzessin, wie schaut's? Machen wir mal. Hopp, durch da jetzt. Nice. Hier ist auch nochmal ein Orb. Was ist das für ein Zeug? Nur uralte, überholte Technologie. 3D-TV. Gehen wir weiter. Genau. 3D-TV. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich nochmal irgendwie hier Fernsehgeräte. Was haben wir hier? Da oben. Power Cell. Okay, nochmal 3D-TV. Schon viele 3D-TVs. Na, wahrscheinlich nochmal. Okay, aber dass sie das jetzt schon nicht mehr kennen, wird man sich dann nicht irgendwie Geschichten erzählen über... Wir müssen da hochklettern. Weiß nicht, über so tolle Fernsehshows wie das Sommerhaus der Stars oder so, wird man sich da nicht irgendwie in 300.000 Jahren noch unterhalten? Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. So, was haben wir hier? Wo gehst du hin? Ey, entspann dich! Ah, die hat echt eine kurze Zündschnur. Holy shit. Soll ich dir mal ein Ding geben oder was? Was? Dies. Such dir einen anderen Weg. Ich treffe dich dann drüben. Ja, sehr schön. Also die ist echt ein bisschen daneben, Alter. Wie kann man sich in so eine verlieben? Ehrlich, also... Sorry, dass ich da auch so eine sage, aber... Oder Zippe, habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich es nicht gesagt habe. Aber die ist ja echt ein totaler Unmensch. Also in deren Stamm will ich auch echt nicht einheiraten. Oder mich eingliedern. Was ist das denn für eine Art und Weise? Also wenn deren Vater so ist, dann will ich den aber auch ehrlich nicht kennenlernen.
Was war das denn? Ja. Aber pass auf, die Brücke ist nicht besonders sicher. Pass auf, woran du dich festhältst. Okay. Komm schon. Ja. Mich da hoch. Ja, komm. Hoch da. Dumpfbacke. Auch Frauen können Dumpfbacke sein. Zu schreien. Hör das hilft auf. Uns auch nicht. Bleib ruhig, okay? Ja, genau. Halt einfach mal die Sappel. Ja, merkt man kaum. Nervt echt ganz schön. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass sie so nervt. Aber sie tut's wirklich mit voller Imbrunst. Mit allem, was sie ist, tut sie das. So, muss ich jetzt... Ah, hier rechts weiter, okay. Was haben wir hier? Max, okay. Mhm. Also ich hoffe... Oh, nice. Was haben wir denn hier Schönes? Da hat sich jemand was Schönes zusammengeknuspert. Zusammengezaubert. Okay. Muss ich da hoch? Ich hoffe es nicht. Kann ich nicht hier lang irgendwie? Da hoch oder so? Nee, gut. Ich glaube, ich muss irgendwie da lang. Und dann da hinten so um die Ecke, glaube ich. Hier so rum. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Schneller da gewesen als vom Spiel erwartet. Hol mich hier raus! Ach, du bist echt unfähig, Alter. Morgi! Ja! Bitte trage mich! Ich bin einfach schon schneller als das Spiel. Beziehungsweise schon schneller als die Zipfelklatscherin da. Mensch, jetzt warte mal nicht so einen Aufstand. Anstrengend, wirklich. Kein Scheiß. Oh, das war entsetzlich. Daily Business, oder? Ich bin ziemlich entspannt. Nur, dass du die Alarmanlage die ganze Zeit so anschmeißt, das ist echt ein bisschen nervig. Hoffentlich bricht der Rest nicht auch noch zusammen. Ja, hoffentlich bricht die Tussi nicht zusammen, ey. Da würde ich mir echt am meisten Gedanken drum machen. Mann, also ohne Scheiß, ey. Die nervt echt ohne Ende. Komm, ich nehme dich mit, damit du nicht so mir auf diese Nervengesten hinten rum alberst. So, können wir da noch irgendwo hoch? Ne, da ist doch irgendwie... Nee, okay. Schade. So. Okay. Ah, da sind noch mal ein paar Max, okay. Okay. Wie sollen wir da rüberkommen? Laufen? Oh nein. Wir kriegen Gesellschaft. Ich scan mal. Mach die mal nützlich. Dieser Mac hat eine Schwäche. Wenn du seinen Kern beschädigst, zerstört er sich selbst. Okay. Oh, Scheiße. So viel dazu. Sehr gut. Da haben wir noch ein Orb. Da haben wir noch einen schönen Orb. Da geht's rüber. Sie steht da auch ganz entspannt. Geht's hier vielleicht noch irgendwo hoch? Ah, hier geht's noch hoch. Vergiss mich nicht. Ja, bitte grill mich nicht sofort. Nur weil ich gerade mal 5 Meter weiterlaufe. Echt, so eine Pingelnase. Echt, meine Herren.
Da fallen mir ganz neue Schimpfwörter dafür ein. Kommen wir da dran vorbei? Gute Frage, nächste Frage. Also bei dem, also die drei Orbs da, da werden wir wohl nicht dran vorbeikommen, dass wir den da reinknuspern müssen. Und für diesen Orb da glaube ich auch nicht. Naja gut, dann wollen wir mal. Ich hätte gesagt zuerst den da, weil sonst ruft er direkt wieder Verstärkung. Ja, klar, klar. Okay. Nice, das lief doch einwandfrei. Ah, okay, wenn die ein bisschen voneinander getrennt sind, dann werden die auch nicht aktiviert, wenn wir deren Freunde und Kollegen angreifen. Okay. Das da oben ist ein normaler, der da hinten auch. Nur der da ist irgendwie so besonders. Wie die Kinder in der Schule, ne? Sind auch alle besonders. Wir haben dich besonders lieb. So, dann würde ich einfach mal darüber rennen jetzt. Ich hätte da irgendwas mitmachen können, aber gut. Beweg dich, Kollege. Okay. War irgendwie wieder ein ziemliches Rumgefummel, aber irgendwie habe ich ihn dann doch platt gekriegt. Okay, da kamen sie dann alleine hoch. Okay, na gut, immerhin. Ah, hier haben wir nochmal so ein Ding. Stimmt, die kann mich auch heilen, aber brauchen wir irgendwie nicht. Brauchen wir gerade nicht so. Dann mal hier mit runter. Runter. Okay. Wirf mich rüber. Yo. Brauchst mir die Sachen schon gar nicht mehr zu sagen. Ich sehe die Sachen und mach's einfach. Ich hätte dich aber einfach daneben werfen sollen. Hätte mir, glaube ich, mehr gebracht. Okay, warum bringen wir uns hier nicht in Deckung? Da vorne sind doch irgendwelche Mechs, oder nicht? Ja, war doch sowas von klar. War doch einfach wirklich klar. Hä? Geh weg! Da sieht die kleine Ecke. Da muss ich rüberspringen. Ganz klar. Okay, die Dinge halten. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Hä? Warum? Hä? Was macht er denn? Warum läuft er denn so komisch? Müssen wir jetzt hier erstmal irgendwo lang? Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da überhaupt rüber? Macht nicht so viel Sinn, ne? Ah, da hinten ist übrigens noch ein Orb. Ja. Klar. Ja. Ach, hier rüber. Ah, okay. Einfach von vorbeigelaufen. Okay. Zum Glück habe ich nochmal geguckt. So, da ist ein Orb, da können wir uns in Sicherheit bringen. Und vorne kommen wir wahrscheinlich dann wieder irgendwie auf deren Spur darüber. Und jetzt noch ein bisschen Schild. Okay,
Okay, jetzt schießen die auf die. Das könnt ihr erstmal ein bisschen machen. Kein Problem. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit alleine. Kein Stress. Meldet euch gerade, wenn ihr fertig seid, ne? Mit Spielen. Dann meldet euch nochmal und dann klären wir den Rest. Ja, komm. Komm. Oh ja. Ah, ich bin schon hier.